euch immer, wie immer, willkommen heißen zur Pressekonferenz und gleich mal den Gasttrainer um sein Statement bitten. Ja, ich denke, es war sehr ein hartes Stück Arbeit für uns, das Spiel dann nach Hause zu bringen. Wenn man das zusammenfasst, denke ich, dass wir erste Halbzeit die bessere Mannschaft waren, da schon den Sack hätten zumachen können mit einigen sehr, sehr guten Torchancen. Und wie es halt dann ist, wenn du nur 1:0 führst, dann ist der Gegner halt immer bis zum Schluss dran, weiß, eigentlich brauche ich nur eine Aktion, um den Ausgleich zu erzielen. Und wir haben das dann sehr, sehr gut verteidigt. Natürlich wollten wir uns nicht so weit hinten reindrängen lassen, aber Wiener Neustadt hat da sehr, sehr viel mit langen Bällen operiert, sehr viele Standardsituationen gehabt, die wir allerdings auch sehr, sehr gut verteidigt haben. Und wir haben unsere paar Kontersituationen halt auch nicht so ausgespielt, um den Sack zuzumachen. Aber ich denke, wenn man die ganzen 90 Minuten sieht, war der Sieg verdient. Danke. Helge, dein Fazit. Ja, absolut. Also gerade die erste Halbzeit, die ersten 5 Minuten, wenn wir ins Spiel reingekommen, habe ich eigentlich ein gutes Gefühl. Und dann mit der ersten Gegenaktion vom Ried, wo wir auch das gewarnt haben, wie sie mit ihren Lupfer auch über die Abwehr teilweise arbeiten. Und da haben wir einfach verschlafen. Wenn du dann nach 7 Minuten 1:0 zurückliegst, dann haben wir einfach diese Ruhe in unserem Spiel nicht gekriegt, keine Ballsicherheit, gerade in der ersten Hälfte. Und da war Ried auch klar besser. Dann zweite Halbzeit sind wir wirklich besser rausgekommen, haben dann mehr auch Fußball gespielt und mehr Ruhe gehabt. Und aber so wirklich zwingende Torschancen nicht direkt gehabt, aber sehr viele Standardsituationen, sehr viele Eckbälle. Und vielleicht am so einen Tag muss man das vielleicht eher auf die rustikale Art sehen und einfach aus Grund. Ich sehe nicht, dass Ried jetzt wirklich besser war heute. Erste Halbzeit ja, zweite Halbzeit mir. Und am so einen Tag ist einfach, wenn du erste Halbzeit kannst maximal ein Unentschieden holen, weil das, was wir gebracht haben, die erste Halbzeit war einfach zu wenig. Und zweite Halbzeit hätten wir uns vielleicht erzwingen können durch eine Standardsituation, aber haben wir uns leider nicht dafür belohnt mit dem Aufwand. Trotzdem, die Mannschaft hat alles gegeben in zweiter Halbzeit. Und das heißt, wir werden das einfach analysieren, anschauen und wir haben nicht viel Zeit zum Nachdenken. Das ist auch positiv, sondern es geht gleich weiter. Danke. Darf ich euch um eure Fragen bitten? Ich weiß es nicht, das sind so Statistiken, ich denke, dass keiner rationale Erklärung dafür hat, genauso wie wir bei Rapid Wien in 36 Spielen noch nie gewinnen konnten. Ich weiß es auch nicht, warum das so ist. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, wichtig war heute für uns, dass wir hier gewinnen, einfach um dieses Selbstvertrauen, das wir uns in den letzten Wochen und Monaten aufgebaut haben, weiter mitnehmen zu können. Jetzt haben wir ja mit Rapid Wien und Red Bull Salzburg zwar nicht gerade unsere Lieblingsgegner, da haben wir in bisher 6 Spielen, glaube ich, einen Punkt geholt. Deswegen war es schon für uns auch wichtig, hier zu gewinnen, aber die Statistik kann ich nicht erklären. Weitere Fragen? Es sind absolut natürlich wichtige Spieler, wo gerade in so einer Situation oder in so einem Spiel extrem fehlen können, weil der Hofbauer sehr gut, auch bei Standardsituationen, sehr reinig hat es auch bewiesen und Freitag auch. Also wenn da 3 wichtige Spieler in so einem Moment fehlen, dass du das nicht gleich 1:1 ersetzen kannst, das ist ja normal. Und ja, das hat uns schon weh getan, aber das ist einfach, wenn man da Grippe, der Dobras ist auch gelegen die Woche, also haben wir da kein Grippevirus in die Mannschaft reingekriegt. Und ja, das ändern kann ich es nicht. Ja, man kann ja auch nicht, aber dass es nicht spurlos an uns vorbeigeht, das ist klar. Noch eine, Fritz? Gut, dann danke. Schönen Abend noch. Ole, ole, vielleicht eine Idee. Unsere Fahne ist Flores und die holt man hoch in die. Wir fliegen voll in Alarm. Wir stehen hinter dir, in Wahrheit.
Wahrheit werden wir gewinnen, wir können nicht verlieren.